Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe mir vorgenommen, bevor die Season morgen startet, mein Level 100 Druiden vom Pulverisieren-Bild, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Ich werde das mal hier oben nochmal verlinken, beziehungsweise mein Mod wird das machen. Und ich will den Pulverisieren-Bild wechseln auf den Clown-Bild. Pulverisieren können wir gerade nochmal reinschauen, wenn ich hier mal einen Gegner finde. Das wäre der hier, wo ich die ganze Zeit nur auf den Boden schlage. Mega viel AOE-Damage mache und die Gegner verwundbar mache und mit irgendeiner Macht richtig schön Schaden reinhau. Der wurde aber extrem, was heißt extrem? Der wurde schon Verwundbarkeit, verwundbare Gegnerschaden und Crit-Schaden wurde extrem gedebufft. Dafür wurde ein bisschen Erdfertigkeiten gebufft, aber insgesamt wurde auf jeden Fall gedebufft und deswegen will ich jetzt den Bild komplett umändern auf den Clown-Bild. Dafür habe ich auch schon ein paar Items mit parat. Also ganz wichtig sind hier die Armschützer. Natürlich, ohne diese Unique-Waffe geht das nicht. Großstab der Vettel, weil die gibt 6 Ränge auf Klaue. Ihr braucht auch den Sturmgebrüll. Ich werde jetzt hier Entzücken des wahnsinnigen Wolfes nehmen. Da muss aber später eine andere Brust drauf. Ich habe das Amulett schon. Meine Schuhe sind okay, die kann ich behalten. Da werde ich dann nur unten den Aspekt umändern. Und Verwegenheit muss ich auch umändern. Das mache ich dann auch noch im Laufe der Zeit. Und beide Ringe habe ich keine bisher gefunden. Die kann ich aber auch erstmal lassen, weil hier habe ich Ressourcenerzeugung und Crit-Chance drauf. Und hier dasselbe. Hier wäre das Einzige, was halt nicht passt mit dem Crit-Schaden. Aber das ändere ich dann noch im Laufe der Zeit. Vielleicht sogar heute im Stream. Und ich würde sagen, ich lege mal alles ab, werde mein ganzes Paragon-Board zurücksetzen und dann schau mal, wie der Klauenbild so funktioniert. Klaue ist Stufe 18, okay. Aber ich habe das Gefühl, R1 ist nicht so gut. Das Gefühl, als wäre R1 nicht so krass. Oh, das wird jetzt spannend. Also ich kann mal direkt dazu sagen, ich habe heute Morgen mit dem Ach Mann, ey, ich kann nicht sprechen und spielen. Ich habe heute Morgen mit dem Pulverisieren-Bild zweimal gegen Butcher gekämpft und bin gestorben. Also ich glaube, gegen Bosse bin ich jetzt auf jeden Fall sehr viel stärker. Gegen diesen krassen Diese krassen Mengen, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen schwieriger. Man muss aber auch dazu sagen, meine Ringe sind hier noch auf kritischer Boden, Erdefähigkeiten, ne? Hier. Kritschaden mit Erdfertigkeiten. Ich habe noch nicht den perfekten Bild und dafür bin ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Okay, das ist schon sehr viel besser als das, was ich mit dem Dings gemacht habe. Sehr viel besser. Sehr, sehr, sehr viel besser. Und guck mal, meine Glyphen sind nicht mal auf Max-Level. Da kann also noch richtig was dazukommen. Ich bin zufrieden. Gegen Massen habe ich ein Problem, aber gegen Bosse, das macht ja Spaß. Wenn ich überlege, was ich für Probleme bei Bossen hatte. Das ist ja übel nice. Ja, spielt ja nach. Ne? In der Videobeschreibung habe ich euch den verlinkt. Meine Ringe sind nicht perfekt, meine Hose ist nicht perfekt. Das würde mir nochmal
Damage Reduction geben. Und ansonsten, ganz wichtig ist natürlich hier der Großstab der Vettel, der einfach 9 Level auf Klaue gibt. Geil. Ich war jetzt noch ein bisschen weiter. Lasst gerne ein Follow da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.